Der Reality-TV-Star Michael hat sich online in Julia verliebt. Es ging um unsere Zukunft und wie viele Kinder sie will. Was wirklich was bedeutet hat, denn angeblich war sie noch Jungfrau. 52 gemeinsame Freunde? Reality-Stars, alle. Eine Glamour-Bitch. Wo ist der Haken? Was geht hier ab? Ich krieg einen Herz, Kasper. Heute Morgen hat sich mein vierbeiniges Kind entschlossen, die Wohnung zu verwüsten. Warum, Biggie? Tut es dir leid? Nein, oder? Hey, Schönheitskönigin. Eine Nachricht. Endlich wählt nicht die gebührende Anrede. Endlich zeigt jemand Respekt. Willkommen. Wow! Oh my God! Dein Leben wird bunt! Stimmt, sowas trage ich selten. Dich hat Dancing with the Stars verändert. Wir haben einen neuen Fall. Gut. Okay, Russell hat uns eine Mail geschrieben. Hallo, mein Name ist Russell. Vor ein paar Monaten hat mich bei Facebook eine Frau namens Julia kontaktiert. Einfach so. Sie war extrem flirty. Aber es wurde nie mehr daraus und ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Aber kürzlich erzählte mir mein Freund Michael, dass er sich online in eine Frau verliebt hat. Es kam raus, dass es dieselbe Julia ist. Er chattet seit 4 Monaten mit ihr. Während sie nicht mal telefonieren oder skypen will, ist er bereit, für sie umzuziehen und sogar ein Kind mit ihr zu haben. Ich traue ihr nicht und Michael hat, genau wie ich, eine Vergangenheit, die uns leichter Catfish-Opfer werden lässt. Ich will nicht, dass man meinem Freund übel mitspielt und brauche eure Hilfe, um ihm die Augen zu öffnen, damit er erkennt, was diese Frau wahrscheinlich ist. Ein verlogener Catfish. Viele Grüße, Russell. Also hatte Julia zuerst Russell am Haken? Scheint so. Die beiden Freunde hatten mit derselben Frau Kontakt und Russell glaubt, sie sei nicht echt. Jetzt hängt Michael am Haken, will aber davon nichts wissen. Und warum sind sie leichte Catfish-Opfer? Fragen wir Russell. Ich schreibe ihm kurz. Klingt geheimnisvoll. Ja, was meint er damit? Da. Vielen Dank. Hoffe, ihr könnt meinem Kumpel helfen. Woher kommt er? Hat er nicht geschrieben. Aber das können wir gleich fragen. Ich bin gespannt. Was steht da auf deinem Shirt? The Russell Hand Show. So heißt mein YouTube-Kanal. Ich war bei ein paar Reality-Shows dabei. Bei Survivor zum Beispiel. Hast du auch gesiegt? Ich war 3-mal dabei und 2-mal Zuschauerliebling. Wow. Wahnsinn. Und Michael war bei Big Brother. Ach, das meintest du mit eurer Vergangenheit. Alles klar. Ja, er war damals bei Big Brother der Superstar für die Fans. Unglaublich. Wir haben uns übers Fernsehen kennengelernt und sind seit 10 Jahren befreundet. Wo lebt ihr? Ich wohne in Houston und er überall. Aber er ist gerade hier. Das passt ja alles wunderbar. Also erzähl mal, du hast Julia zuerst kennengelernt? Ja, sie hat mich bei Facebook angeschrieben. Wir haben sehr nett gechattet, aber ohne große Hintergedanken. Es war nichts Ernstes. Doch dann erzählte mir Michael von dieser tollen Frau. Und als er mir ihr Bild zeigte, erkannte ich sie sofort. Ganz sicher? Eindeutig. Ich bin sicher, dass sie ein Catfish ist. Sie will ja nicht mal telefonieren. Und sie folgt nicht nur mir. Ich habe bei ein paar Reality-TV-Freunden nachgefragt und denen folgt sie auch allen. Eine Glamour-Bitch. Genau mein Verdacht. Ich mag Michael. Er ist ein guter Kerl und hat dieses Jahr viel durchgemacht. Ich hoffe, sie ist echt. Nur weiß ich, dass sie ein Fake ist. Aber er glaubt ihr nun mal. Wäre es vielleicht eine Idee, dass du ihn anrufst und ihm sagst, dass du dich an uns gewendet hast? Würde er dann mitmachen? Er ist so fixiert auf sie. Ich glaube, er wäre dabei. Ruf ihn an, wir müssen reden.
Hallo. Ja, was geht? Nicht viel. Ich habe eine Überraschung für dich. Wir haben noch über Julia gesprochen. Ich zoome gerade mit Catfish. Hör auf. Ich hoffe, sie ist echt, damit ich sagen kann, sie ist echt. Erzähl ihnen das. Oh Mann. Du kriegst gleich einen Zoom-Link, okay? Gut, ciao. Ciao. Ich nehme seine Nummer aus deiner Mail. Ja. Und weg. Wenn sein Herz gebrochen werden muss, soll das Neve machen. Nicht ich. Hey, da ist er schon. Hey, Michael. Willkommen bei Catfish. Mein Bester. Michael, obviously. Russell hat uns kontaktiert, weil er dein Freund ist und er das Gefühl hat, dass du in deiner Situation vielleicht etwas Unterstützung brauchen könntest. Aber zuerst möchte ich Russell die Gelegenheit geben, sich zu verabschieden, bevor wir uns genauer mit der Julia-Geschichte befassen. Ich wollte dir nur kurz sagen, warum ich das gemacht habe. Du bist mir sehr wichtig und ich möchte, dass du deine Zeit mit guten Dingen verbringst und nicht irgendwelchen komischen Fragezeichen. Danke, mein Freund. Danke, Russell. Mach's gut. Viel Glück. Vielen Dank nochmal. Na klar. Wow. Hoffentlich hat er Unrecht. Russell weiß nicht sicher, ob Julia ein Fake ist. Er hat nur so eine Ahnung. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gern mehr über dich wissen. Also, ich bin 39, ich habe 3 tolle Kinder und ich bin verheiratet. Das heißt, im Moment noch. Wir lassen uns gerade scheiden. Sie hat per Textnachricht mit mir Schluss gemacht. 2020 war ein sehr schwieriges Jahr. Im Januar ist meine Mutter gestorben. Sie war auch meine beste Freundin. Dann kam Corona. Und dann noch die Trennung. Da war Julia mein Licht am Ende des Tunnels. Sie hat mir wieder Hoffnung und neuen Lebenswillen gegeben. Verstehe. Wo wohnt sie? Sie sagt, sie lebt in Myrtle Beach, im Süden, an der Ostküste. Seit dem Tod meiner Mutter ziehe ich kreuz und quer durchs Land und weiß noch nicht, wo ich bleiben will. Myrtle Beach wäre also durchaus eine Option, auch wenn das sehr verrückt klingen mag. Halt mal, deine Pläne richten sich nach ihrem Wohnort? Du meinst es wirklich ernst? Wie ging das los? Im Juli, knapp 2 Wochen nach der Trennung von meiner Frau, bekam ich eine Nachricht und eine Freundschaftsanfrage von Julia. Sie wollte alles Mögliche über Big Brother wissen, weil sie ein großer Fan ist. Und von da ging es weiter. Wir kennen uns jetzt 3,5 Monate und haben schon Zukunftspläne geschmiedet. Auch wie viele Kinder sie will. Und zwar 4. Ich habe schon 3, also haben wir uns erstmal auf 1 geeinigt. Moment, drück mal auf Pause. Ihr kennt euch 3,5 Monate und redet bereits über Nachwuchs in einer gemeinsamen Wohnung? Weil sie echt ist. Sehr schnell. Okay, was weißt du über sie? Sie ist 28 und liebt Kinder. Außerdem sind wir beide sehr gläubig. Wir teilen also grundlegende Dinge. Eigentlich wollte sie Nonne werden, aber weil sie unbedingt Kinder möchte, hat sie diesen Plan wieder aufgegeben und sich umorientiert. Ich glaube, dass sie mir die Wahrheit sagt, vor allem, weil sie noch Jungfrau ist. Darum bin ich an diese Beziehung auch ganz anders rangegangen, als ich es sonst getan hätte. Hat das religiöse Gründe? Der Glaube scheint eher wichtig zu sein. Ja, und das respektiere ich. Postet sie auch religiöse Sachen? Oh ja. Ist sie nur bei Facebook? Ich kenne nur das Profil. Du glaubst, sie ist echt, aber Russells Zweifel sind nicht ganz unberechtigt. Ihr telefoniert nicht mal, oder? Ich habe sie nur einmal ans Telefon gekriegt. Sie hatte eine ganz zarte, leise Stimme. Seitdem haben wir leider nie wieder telefoniert. Und jedes Mal, wenn ich Videochatten möchte, kommt sie mir mit einer Ausrede. Ich bin auf Arbeit oder ich bin zu müde. Ich will wissen, wie sie aussieht. Kannst du deinen Bildschirm teilen? Sicher. Wer ist das? Julia natürlich. Sie ist dein Bildschirmhintergrund? Na klar. Oh mein Gott. Okay. Julia
Was? Ihr habt 52 gemeinsame Freunde? So viele. Reality-Stars, alle. Und diese vielen anderen Reality-Show-Freunde machen dich nicht stutzig? Nein, sie fährt nur auf das Thema voll ab. Aber vielleicht bin ich auch einfach blind. Zeig uns ein paar Fotos. Das hier ist schön. Sie sieht echt lieb aus. Natürlich, das ist sie ja auch. Und gläubig. Oh ja. Das Kreuz. Sie ist süß, wenn sie echt ist. Sie ist wunderbar. Sie muss echt sein. Es könnte auch sein, dass Julia echt ist, aber eben nicht die Frau von den Fotos. Stimmt. Wäre das ein Problem? Angenommen, Julia sieht anders aus. Würde dir das was ausmachen? Ich glaube nicht. Und wenn es deine Ex-Frau ist? Das dachte ich auch schon. Julia hat dich so kurz nach der Trennung angeschrieben. Wenn meine Ex-Frau dahinter stecken würde, wäre das der Super-GAU für mich. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, Julia ist echt. Dann legen wir los. Schick uns ihre Nummer und alle weiteren Infos. Mach ich. Viel Glück. Danke, bis bald. Er scheint sehr überzeugt zu sein, aber in diesem Fall täuscht er sich. Ja. Seine Ex-Frau ist verdächtig. Aber Julia folgt so vielen Reality-Stars, sie könnte einfach nur Promi-geil sein. So oder so wird es ein tougher Reality-Check für Michael. Get some fresh air. Erstmal tief durchatmen und dann wieder zurück ins Ermittlungslabor. Hey. Guten Morgen, ruft die Arbeit. Fertig. Alright, we got Michael. He's a Reality-TV-Star. Also, Michael war Kandidat bei Big Brother und ist verliebt in eine Frau namens Julia, die er über Facebook kennt. Sein Reality-Show-Kollege Russell hat uns kontaktiert, weil er meint, dass diese Julia davor schon versucht hat, ihn zu catfischen. Krass. Alright. Michael hat geschrieben. Danke für das Gespräch. Hier sind alle Infos, die ich über sie habe. Sie heißt Julia und hier sind ihre Nummer und der Link zu ihrem Facebook-Profil. Die Fotos, die sie mir geschickt hat, findet ihr im Anhang. Da ihre Seite privat ist, schicke ich euch noch mein Passwort mit. Danke und liebe Grüße. Top. Okay, wo fangen wir an? Mit den Bildern. Machen wir eine Bildersuche. Vielleicht haben wir Glück. Nein. Kein Treffer. Nichts. Mist. Checken wir die Nummer. Eine Sackgasse. Mal sehen, was wir auf ihrer Facebook-Seite finden. Community College Lady Basketball Team. Aha. Sieht echt aus. Wenn sie in dem Team war, gibt es auf dessen Seite vielleicht Fotos von ihr. Das ist aber schon lange her. Such mal nach ihrem Namen, dem College und der Basketballmannschaft. Sieht nach einem Treffer aus. Sie ist definitiv auf diesem College gewesen. Guck mal. Oh my God. Das ist sie. Und da steht Julia, 18 Jahre, Schwester von Kristen, 15. Die Eltern haben nie ein Spiel verpasst. Mal sehen, ob es irgendwo Fotos gibt. Da, eine Spielerin der Saison 2010-2011 im offiziellen Trikot. Das ist sie! Oh my God! Wir haben sie! Auf dem ersten Bild! Und da steht ihr Name! Nummer 14. Bleibt nur die Frage, ist das die Frau, mit der er chattet? Nein. Hier passt zu vieles einfach zu gut zusammen. Könnte es sein, dass sich jemand als sie ausgibt, der sie kennt? Ja, mit der Frau spricht er jedenfalls nicht. Wenn diese Julia 28 ist und auf diesem College war, hat sie doch bestimmt auch eine Facebook-Seite. Mal sehen, gibt es vielleicht noch andere Profile mit dem Namen Julia? 154 Freunde? Wer ist das? Die? Ist sie das? Ja. Das könnte ein zweites Fake-Profil sein oder das der echten Julia. Ich logge mich mal als Michael ein, um zu sehen, ob die beiden gemeinsame Freunde haben. Mit der Julia hat er zwei Freunde. Nur, wer ist die echte Julia? Und wer sind diese Freunde? Die heißen beide James. Interessant.
googling. Ich google die zweimal. Dieser James Zinkand war mal bei Big Brother. Und der andere James ebenfalls. Echt? Los, schreib sie an! Das mache ich doch sofort. Sehr praktisch. Ich muss nicht mal die Anrede ändern. Weißt du was? Ich suche ihre Handynummer noch mal mit einer anderen Website. Da staunt man manchmal. Mach. Da, die Nummer ist registriert auf Julia. Echt, da geht's ja kaum. Da! Nein, es gibt einen Haken. Über diese Nummer chatten sie. Nein. 28, das ist sie. Und ein Facebook-Link. Wer ist das? Kristen? Und da, auf diesen Fotos ist eindeutig Julia zu sehen. Halt mal. Das ist Julias Schwester. Meinst du? Ja, in dem Zeitungsartikel steht doch was von einer Schwester namens Kristen. Das ist die da hinten. Stimmt. Oh Mann. Was geht denn bitte hier ab? Warum ist Kristens Facebook mit Julias Nummer verlinkt? Schreib Kristen. Sie würde doch was von Michael wissen, oder? Klar. Und weg. Hier kommt gerade ein Anruf. Hallo? Hallo, mit wem spreche ich? Hier ist James Hewling. Du hast mir geschrieben. Ich würde euch gerne helfen, wenn ich kann. Cool. Könntest du in unseren Zoom-Call kommen? Ja, klar. Gut. Hey! Wie geht's? Soweit ganz gut. Es geht um Folgendes. Wir helfen jemandem, der auch mal bei Big Brother war. Denn der hat seit einer Weile online Kontakt mit einer gewissen Julia. Die kenne ich. Mit der rede ich schon ewig. Am Telefon? Nein, das ist ja das Verrückte. Und ein Videochat hatten wir auch noch nie. Aha. Aber sie hat mir Bilder geschickt. Seid ihr nur Freunde oder läuft da auch noch mehr? Es war mal sehr flirty. Was für Bilder waren das? Du meinst Nacktfotos. Was denn sonst? Ja, kann man so sagen. Es waren auch Nacktfotos dabei. Aber immer nur vom Hals abwärts. Wow. Wann hattet ihr zuletzt Kontakt? Vor ein paar Wochen. Wochen? Sie hat mich vermisst und gefragt, wie es mir geht. Oh nein, bitte nicht. Das hilft uns sehr. Danke für das Gespräch. Hoffentlich könnt ihr die Sache klären. Ich habe da auch meine Fragezeichen. Danke. Auszeit. Die wichtigste Info ist, dass Julia auch mit James geflirtet hat. Das können wir Michael unmöglich sagen. Sonst stirbt er noch an gebrochenem Herzen. Hallo? 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 Hi, Kristen? Ja? Hey, it's Neve hier. Danke, dass du anrufst. Deine Schwester heißt doch Julia, nicht? Julia, right? Yeah. Right. Gut. Okay. Your sister Julia. Deine Schwester steht mit mehreren Reality-Show-Teilnehmern in Kontakt, darunter auch sehr intensiv mit einem gewissen Michael. Aber zunächst mal, was kannst du uns so zu deiner Schwester Julia erzählen? Wir stehen uns sehr nah und wohnen zusammen. Oh, schön. Aber wir sehen nicht viel fern und schon gar keine Reality-Sendungen. Das macht das Ganze nur noch mysteriöser. Ich kann sie anrufen und ihr Bescheid sagen. Das wäre toll. Ruf einfach wieder an. Hoffentlich bis bald. Gut. Danke. Willst du oder soll ich? Sie ist es. Mir kam das eben auch komisch vor. Sie hat dieses zarte Stimmchen, von dem Michael gesprochen hat. Nein, Reality-Shows mag ich nicht. Die Handynummer von Julia ist mit Kristens Facebook-Profil verlinkt. Kristen ist Julia. Aber warum gibt sie sich als ihre Schwester aus? Das ist die Frage. Irgendwer lügt hier gewaltig. Von wegen Big Brother. Eher Little Sister. What's up? Hey,
Seit gestern denke ich nur über diesen Fall nach und ich finde einfach keine Erklärung, die Sinn ergeben würde. Ich denke immer noch, dass es ihre Schwester Kristen ist. Dass sie keine Reality-Shows mag, kann natürlich einfach nur eine Lüge gewesen sein. Wenn sie also doch ein großer Fan ist und mit diesen älteren Männern reden und flirten will, die da mal mitgemacht haben, warum würde sie sich als ihre Schwester ausgeben und das nicht als sie selbst tun? Was könnte der Grund dafür sein? Ich mache mir ernsthafte Sorgen um Michael. Denn wer auch immer da mit ihm schreibt, hat genauso mit James geflirtet und ihm sogar Nacktfotos geschickt. Das wird ihm das Herz brechen. Ich weiß gerade auch nicht weiter. Kristen hat sich nicht gemeldet. Vielleicht bringen wir erstmal Michael auf den neuesten Stand. Ich fürchte, das wird ihm das Herz brechen. Er ist jeden Moment da. Hey, Michael. Hey. Hallo. Ich hoffe, ihr sagt mir gleich, dass ihr meinen wunderschönen Engel gefunden habt und ich heute meine Julia sehen werde. Ich wünschte, das könnten wir. Aber andererseits wissen wir auch nicht so recht, was wir dir sagen können. Okay. Ich teile mal meinen Bildschirm. Das ist Julias Facebook-Profil. Und unter Fotos gibt es einen Link zu einem Frauen-Basketball-Team von diesem College. Wir haben tatsächlich ein Fotoalbum von dem Team gefunden. Und wer ist gleich auf dem ersten Bild zu sehen? Julia! Na bitte! Julia. Da steht ihr Name, was beweist, dass es Julia wirklich gibt und dass ihr Alter stimmt. Super! Dann haben wir noch einen Zeitungsartikel gefunden, in dem steht, dass sie ein Basketballstipendium für dieses College gekriegt hat. Und der Hammer ist, in dem Artikel wird auch ihre Familie erwähnt. Ihre Schwester, ihre Eltern, alle sind auf diesem Foto. Das kommt wirklich sehr selten vor. Aber in diesem Fall können wir mit Sicherheit sagen, dass Julia eine reale Person und die Frau auf den Fotos ist. Alles gut bei dir? Ja. Das klingt alles sehr vielversprechend und ich verstehe, dass dich das freut. Aber da gibt es noch mehr. Ja. Der Artikel war eine ziemliche Überraschung für uns, aber das war nicht die einzige. Wir haben ihre Handynummer gecheckt und die ist tatsächlich auf ihren Namen registriert. Aber? Aber es ist seltsam, dass die Nummer mit diesem Facebook-Profil verlinkt ist. Das ist ihre Schwester. Genau. Aber warum der Link zu Julias Nummer? Spricht Julia über Kristen? Ja, natürlich. Sie wohnen ja zusammen. Ich höre oft, meine Schwester und ich gucken gerade Ex on the Beach oder wir gucken Big Brother. Es geht ständig so. Ach, das klang gestern aber anders. Ja. Wir haben nämlich Kristen kontaktiert. Und die hat uns gesagt, dass weder sie noch ihre Schwester Reality-Shows mögen. Im Gegensatz zu dem, was Julia dir erzählt hat. Du meintest doch, dass sie eine zarte Stimme hat. Ja. Ihre Schwester hat auch eine sehr weiche Stimme. Hat sich vielleicht Kristen als Julia ausgegeben? Ist ja ein Ding. Außerdem habt ihr gemeinsame Freunde. Beide heißen James und sind bei Big Brother gewesen. Das erscheint mir wie eine Masche. Du, Russell, James, ihr alle wart mal bei Reality-Shows dabei und wurdet von Julia kontaktiert. Da frage ich mich natürlich, ob diese Person vielleicht einfach nur darauf versessen ist, mit Kandidaten solcher Sendungen zu flirten. Darum haben wir die beiden angeschrieben. James Hewling hat als erster geantwortet. Wir haben ihn nach Julia gefragt und er meinte, sie hätten sich oft geschrieben. Sie haben auch geflirtet. Und ich denke, du solltest auch wissen, was wir von James noch erfahren haben. Julia hat ihm eindeutige Fotos geschickt. Sie haben immer mal wieder Kontakt gehabt. Und das letzte Mal war erst vor ein paar Wochen. So eine Scheiße. Das tut weh. Das tut wirklich verdammt weh. Ich bin doch auch ein Mensch. Und jetzt hat sich das alles plötzlich wieder in nichts aufgelöst.
Warum war sie nicht ehrlich? Warum date ich sonst keine Fans? Manche sind echt krank. Ob es nun Julia oder ihre Schwester ist, ich finde es absolut unerträglich, wenn die Person, mit der man sich so tief verbunden gefühlt hat, auf diesem Level auch noch mit anderen zu tun hätte. Allerdings. Wow. Fühlt sich an, als wäre mir ein riesen Felsbrocken auf den Kopf gefallen. Ich brauche eine Pause. Ja klar, lass dir Zeit. Bis gleich. Er tut mir leid. Hallo. Ich bin total fertig. Es könnte durchaus Kristen sein, aber sicher ist das noch nicht. Wir wissen nur, dass Julia, wer immer sie wirklich ist, mindestens auch noch mit James Kontakt hat. Und jetzt? Sollen wir Kristen einfach fragen, was los ist? Oder wir schreiben Julia direkt. Das scheint unsere einzige Option zu sein. Okay, ich schreibe ihr. Hey Julia, hier ist Nee von Catfish. Wir könnten deine Hilfe brauchen, um ein paar Dinge zu klären und würden gern mit dir reden. Ja. Okay, abgeschickt und zugestellt. Jetzt heißt es abwarten. Vielleicht schreibst du ihr auch? Gute Idee. Ich glaube, sie braucht Druck. Ich schreibe... Hör mal, Catfish und ich müssen mit dir reden. Bitte. Und weg. Vielleicht motiviert Julia das ja. Aber das Verrückte ist, wir nennen sie immer Julia. Dabei könnte es gut sein, dass die Person, wer auch immer das sein mag, nichts mit der echten Julia zu tun hat. Es könnte ihre Schwester oder sonst wer sein. Moment. Sie hat geantwortet. Julia fragt, wie kann ich helfen? Ich mache das ganz direkt und ehrlich. Ja. Es geht um deine Freundschaft mit Michael. Ein Freund von ihm hat uns kontaktiert. Er glaubt, Michael wird gecatfished. Wir würden jetzt gern beweisen, dass er sich irrt. Ein Zoom-Call mit dir würde uns alle entspannen. Gut. Gesendet. Entweder bekommen wir jetzt Klarheit oder sie hält uns mit Ausreden hin. Wo bleibt der Link? Sie will also reden. Mal sehen, was das wird. Wer taucht da gleich auf? Julia oder Kristen vielleicht? Ich krieg nen Herz, Kasper. Oh, hi. Hello? Hi. Hey. Hi. Ist deine Kamera abgedeckt? Ja. Okay, könntest du uns nicht vielleicht doch dein Gesicht zeigen? Ich bin so nervös. Ich weiß, das ist schwer für dich. Aber du stehst ja schon länger mit Michael in Kontakt. Und jetzt sitzt er hier vor dir und würde dich gern besser kennenlernen. Leider ist ein Live-Treffen ja gerade nicht möglich. Aber so könntet ihr euch wenigstens sehen. Face to face, if you will. Ich bin wirklich die mit Michael gechattet hat. Aber ich habe solche Angst, was er von mir halten wird. Eigentlich will ich nur sehen, wer du wirklich bist. Ich bin ein ziemlich offener und unvoreingenommener Mensch, aber ich frage mich schon, warum du mir das wunderschöne Gesicht, das ich so lange kenne, nicht zeigen willst. Ich weiß, dass du ein offener, lieber Mensch bist, aber ich muss dir etwas sagen und hoffe, dass du mich danach auch noch akzeptierst. Für mich zählen die inneren Werte. Ich bin so nervös. Was können wir tun, um dir zu versichern, dass du dich Michael ohne Angst zeigen kannst? Ich will nur die Wahrheit. Ich bin soweit. Okay.
Du bist ja du. Sag ich doch. Girl! Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Mir sind in der Vergangenheit ein paar Dinge passiert. Es gibt Dinge, die ich dir nicht erzählt habe. Darum wollte ich nicht telefonieren oder Videochatten. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich offen darüber sprechen konnte. Und wir haben uns ja sehr viel über unsere Beziehung zu Gott und über Religion an sich unterhalten. Und gerade deswegen hatte ich große Angst, dass du mich ablehnst und verurteilst. Seit ein paar Jahren habe ich auch Beziehung zu Frauen. Ich wollte so sehr, dass du mich trotzdem akzeptieren kannst, hatte aber gleichzeitig große Angst, verletzt zu werden. Wir haben uns noch nicht mal persönlich getroffen und ich wollte Michael einfach nicht enttäuschen. Darum war ich so zurückhaltend. Nur um das klarzustellen, bist du gerade mit jemandem zusammen? Nein, schon länger nicht mehr. Was meinst du, Michael? Das wäre für mich kein Problem gewesen. Ich hatte schon Freundinnen, die bisexuell waren. Solange klar ist, dass die Frau nur mit mir zusammen ist, verurteile ich da gar nichts. Aber ganz genauso klar ist für mich, dass man loyal und treu ist. Darum ist meine Frage, ob du noch mit anderen Reality-Stars Kontakt hattest, wo das über einen rein freundschaftlichen Chat hinausging. Ich hatte schon mit mehreren Reality-Stars Kontakt, mit James von Big Brother zum Beispiel, aber alles ganz harmlos. Julia, we spoke to James. Wir haben mit James gesprochen und er sagte uns, dass ihr über mehrere Jahre eine Art Beziehung hattet und dass euer letzter Chat sogar erst ein paar Wochen her wäre. Er erwähnte auch, dass du ihm Nacktfotos geschickt hast. Ich denke, dazu würde Michael gerne eine Erklärung hören. Wir haben früher einmal sexy Fotos ausgetauscht. Das ist aber Jahre her. Wenn wir uns heute schreiben, ist es nur so ganz alltäglicher Kram. Hey, wie geht's dir? Sowas. Mit ihm und auch den anderen war es nie was Ernstes. Wir haben nur ganz harmlos geflirtet. Wir haben uns allerdings durchaus Sorgen gemacht, dass du vielleicht nur ein Reality-Star-Junkie bist, dem es einen Kick gibt, diese Leute zu manipulieren. Nein. Warum glaubst du, ziehen dich diese Reality-Stars so an? Ich habe sehr viele Leute aus Reality-Sendungen auf Facebook als Freunde geaddet, weil ich ein riesen Big Brother-Fan bin. Am Anfang haben Michael und ich uns auch nur darüber unterhalten, aber dann schrieben wir uns immer öfter. Mittlerweile schreiben wir uns jeden Tag und mit niemandem führe ich solche Gespräche wie mit ihm. Ich habe ein paar Fragen, auch wenn ich erleichtert bin, dass du du bist. Und ich erst. Denn es ist immer suspekt, wenn jemand nur Nachrichten schreibt und dann noch zwei Facebook-Profile hat. Ich kam nicht mehr rein. Okay. Und habe ein neues gemacht. Okay. Also bist du wirklich 28, lebst in North Carolina und spielst Basketball? Stimmt alles. Dass du dich nicht zeigen wolltest, hat also nichts mit deinem Aussehen zu tun, sondern weil du Angst hattest, dass dein Wesen abgelehnt und verletzt wird? Ja. Als wir gestern mit Christine sprachen und nach Michael fragten, schien sie nichts von ihm zu wissen. Weiß deine Familie nicht von ihm? Die wissen Bescheid. Warum hat sie dann gesagt, dass ihr nicht fernseht und keiner was weiß? Vielleicht war sie einfach nur vorsichtig. Dann hattest du nur Angst, mir zu sagen, dass du bi bist? Nicht nur. Vor ein paar Jahren war ich feiern und betrunken. Ich habe jemandem geglaubt, dass er mich nach Hause bringt. Aber er hat sich an mir vergriffen. Assaulted. And
Seitdem fühle ich mich extrem schutzlos Männern gegenüber. Ich gehe sowas jetzt sehr langsam an. Es tut mir sehr leid, dass dir das passiert ist. Und wann und wem du das erzählst, ist völlig dir überlassen. Es ist dein Leben und dein Körper. Genau, danke. Ich würde gern wissen, bist du momentan physisch, psychisch und spirituell überhaupt in der Verfassung für eine Beziehung? Und sind deine Gefühle für Michael romantisch oder eher freundschaftlich? Ich würde gern wissen, sind deine Gefühle für Michael romantisch oder freundschaftlich? Ich mag Michael sehr. Er ist so lieb und wir schreiben uns jeden Tag. Wir verstehen uns wirklich und haben viele Gemeinsamkeiten. Ich hoffe sehr, dass wir uns irgendwann treffen können und dann mal weitersehen. Das geht bei dir also über Freundschaft hinaus? Ja. Ich will ihn treffen. Ich bin total baff, weil du kein Fake bist. Und deine Geschichte stimmt und auch deine Gefühle für Michael echt sind. Ich wurde schon öfter gefragt, ob ich ein Catfish bin, weil ich nicht telefonieren oder Videochatten will. Ich bin da einfach komisch. Ich bin auch komisch. Ich weiß. Darum passen wir perfekt zusammen. Passiert das gerade echt? Kann mich bitte mal jemand kneifen? Michael, was sagst du? Also, ich habe ein paar Fragen, aber ich verurteile dich nicht. Ich will nur nicht, dass du denkst, ich hätte irgendetwas verheimlichen wollen. Ich brauche nur einfach sehr lange, um mich jemandem zu öffnen, und ich wusste nicht, wie ich es anfangen sollte. Aber durch diese Situation hier wurde mir klar, dass ich dir das endlich sagen muss. Jetzt weiß ich es, und wir kriegen das alles hin. And we're gonna get through this. You know, even for Julia, I think she's still. Ich denke, Julia hat immer noch mit ihren traumatischen Erlebnissen zu kämpfen. Und keiner weiß, wie viel Zeit sie noch brauchen wird. Denn sowas erledigt sich nicht auf magische Weise über Nacht. Ich finde es auf alle Fälle sehr mutig von dir, dass du mit uns darüber gesprochen hast. Ich würde dich wirklich gern persönlich treffen. Aber ich brauche Zeit. Ich weiß. Also lass uns treffen, ein paar Mal ausgehen und dann sehen, wie es läuft, wenn du willst. Will er? Willst du das? Willst du? Na und ob? Ich will sie ausführen. Sie ist so schön, sie ist der absolute Hammer. Ich habe mich schon beim Chatten verliebt. Wie muss sie dann erst im wahren Leben sein? Also, ich hätte wirklich nicht mit diesem Ende gerechnet. Aber ich freue mich riesig für euch. Ihr habt beide eine Menge durchgemacht und euch trotzdem gefunden. Ich finde, das könnte der Beginn von etwas ganz Großem sein. Und jetzt solltet ihr beide tun, was immer ihr tun wollt, ohne dass wir stören. Hoffentlich geht das bald live. Nächste Woche. Du willst gleich losfahren? Oh ja. Wir sind gespannt und wünschen euch nur das Beste. Danke. Danke. Viel Glück. Alles Gute. Seitdem reden Julia und Michael jetzt wirklich jeden Tag. Julia findet, dass ihre kompromisslose Offenheit die Beziehung auf ein neues Level gehoben hat. Auch wenn Corona das Live-Treffen verhindert hat, kann es Michael nicht erwarten, dieses wunderschöne Gesicht endlich zu sehen. Wenn du oder jemand, den du kennst, Opfer sexueller Gewalt geworden ist, findest du viele Websites mit Hilfsangeboten und auch Hinweise auf Beratungsstellen in deiner Nähe im wahren Leben.